Moin zusammen, ich habe einen interessanten Artikel zugeschickt bekommen, danke dafür. Lehrer warnen vor Noteninflation, schreibt rp-online.de. Anteil der 1,0er Abis in NRW so hoch wie nie. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Jugend, die Gesellschaft von heute mittlerweile anguckt, dann ist so ein Abitur nicht mehr das Wert, was es vor 10, vielleicht vor 20 oder sogar vor 30 Jahren wert war. Da bin ich fest von überzeugt. Das sieht man dann auch. Ich habe ja auch mal studiert. Und wenn man sich dann mit anderen Studenten seiner Zeit auch unterhalten hat und geguckt hat, wie die dann auch agieren, wie die auch vorgehen, was sie für eine Art und Weise haben, mit Themen zu arbeiten. Da denkst du ja schon, was hast du denn im Abi gemacht? Aber gut, das Ganze wird nämlich jetzt bestätigt, zumindest von einer Studie. Eine Studie des Nordrhein-Westfälischen Philologenverbandes zeigt, dass sich der Notendurchschnitt kontinuierlich verbessert hat. Seit 2007 das Zentralabitur eingeführt wurde. Der Verband befürchtete eine Entwertung des Abschlusses. Und das haben schon zahlreiche Experten auch vor Jahren prophezeit und gesagt, dass das der Fall sein wird, dass man dadurch nur den Notendurchschnitt anheben wird, aber im Endeffekt Effekt, die Schüler nicht weiter lernen, und das ist doch wirklich das grundlegende Problem, weil dann sitzen die Leute im Studium oder ähnliches und haben die Probleme, und dann kommt es nämlich darauf hinaus, was nämlich hier auch zahlreiche Hochschulprofessoren sagen und so weiter. Zitat hier zum Beispiel: ähm, Es könne nicht sein, dass die Universitäten mit Brückenkursen das aufholen müssen, was offensichtlich beim Abitur versäumt worden ist. Und der Mistler sagt dann hier es geht um uns um das wohl der abiturienten sie sollen angemessen auf ein studium vorbereitet sein dafür bedarf es auch einer realistischen bewertung und einer grundsätzlichen diskussion über die lehrinhalte eine entwertung des abiturs hilft niemandem denn, die Notenpunkte und generell Noten und so weiter sind massiv verbessert. Das heißt nämlich hier, im Jahr 2021, das sind die aktuellsten Zahlen, lag der durchschnittliche ABI-Note in Nordrhein-Westfalen bei 2,35, an Gesamtschulen bei 2,55, an Gymnasien bei 2,29. Und Durchschnitt dann hier zum Beispiel Häufigster gewählter Kurs bei Englisch, Durchschnitt 9,4 Punkte, im Vorjahr 9,1 und so weiter. Und im Vergleich zu 2007 beispielsweise heißt es nämlich hier ähm, bei den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch und Bio, die am häufigsten gewählten Fächer, 16.000 Klausuren insgesamt, heißt dann nämlich hier im Leistungskurs von 7,6 Punkten im Jahr 2007 auf Sage und Schreibe 9,3 Punkte gestiegen. Und, ja, sorry, aber das kann man jetzt nicht irgendwie auf bessere Unterrichtsmaterialien, die nicht vorhanden sind oder auf bessere Umgebungen der Schulen und so weiter schließen, dass die Schulen jetzt besser ausgestattet sind, weil das ist ja bekanntermaßen nicht der Fall. Gerade in NRW ist es ja wirklich sehr, sehr schlecht bestellt. Und so, und dann heißt es hier weiterhin natürlich noch: ähm, Grundkurs liegt das Ganze auch verbessert vor, 8,3 auf 9,2 Punkte und so weiter und so fort. Und das krasse ist natürlich, das Schulministerium hier sagt sich eine andere Wahrnehmung dazu. Zitat, die guten Ergebnisse weisen darauf hin, dass in der gymnasialen Oberstufe bestmögliche Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Schüler die Abiturprüfung erfolgreich absolvieren. Und weiterhin, die Abiturnoten bilden den Leistungsstand der Abiturienten ab. Das Schulministerium ist bestrebt, bestmögliche Voraussetzungen dafür zu schaffen. Ähm, wie war das gerade mit zugenagelten und getackerten Fenstern? mit zugeschweißt sind sie in Wirklichkeit. Wir haben darüber auch mal in einem Livestream gesprochen, etc. pp., wo Heizungen nicht funktionieren in den Schulen. Okay? Dass alle Schüler die Abiturprüfung erfolgreich absolvieren können. Ihr könnt ja eure Wahrnehmung dazu gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Also, meiner Meinung nach, ein Abitur von heute ist lange nicht mehr das wert, was es vor 20 Jahren mal der Fall war. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.